Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Wir befinden uns hierin am Hochschwab beim Bowlingbahn, wo heute das Experiment vom Rainbow startet. In 24 Stunden 8 Mal am Hochschwab auf. Ihr seht, Parkplatz fühlt sich schon heftig und es ist gerade einmal 7:30 in der Früh. Es sind da schon Wanderer wie verrückt. Und jetzt von unserem Quartier aus Blick Richtung, ja, es ist alles noch ziemlich wolkenverhangen, aber damit ihr gleich mal seht, wo wir hin wollen eigentlich. So, 10 vor 10, jetzt wird dann gleich der Rainbow mal auftauchen. Es sind noch 2 Stunden zum Start. Aber Wanderer gibt es da, wie sagen, da mehr, als wenn es irgendwas gratis gibt. So, der Hauptakteur ist auch schon da. Letzte Vorbereitungen. Der Fanclub. Letztes Fotoshooting mit der einheimischen Politprominenz. So. Kameramann vor Bremsen zerstochen. So, Aktion Hochschwab. Mit Rambo. Vorne weg, sein Begleiter. Das wird dann die Wechselzone. Grüß euch. Rambo mit seinem Freund vorne weg. Echt Hammer. Kilometer 1,63. Und da vorne geht es jetzt im Wald so rein. Da sind wir jetzt im Wald. Haben jetzt schon 1084 Höhenmeter weggerannt. Sind wir bei 78. Oh. Ja, kaum was. Hochschwab. Ja, geiler Trail. Geht's auf. Kilometer 223. JJ hat vor, in 2,20 auf und obi, zumindest die ersten 3-4 Mal. Ja, auf die 2,20. Ja, auf die 2,20. Und das hat 3-4 Mal dann ein wenig zurückgeschraubt. In die Nacht rein. Okay. Du jetzt einen ausgequetscht. Aber, wow, das hebe ich. Aber, geiler Trail. Gibt's nichts zum Rütteln.
Ich werde versuchen, das mit meinem Bruder dreimal zu schaffen. Eher zu Fuß gehen. Geht zum 12 Uhr einmal, um 18 Uhr ein zweites Mal und wenn möglich um 6 Uhr in der Früh ein drittes Mal. Wenn es geht. Jetzt haben wir 1256 und auf fast 2,4 geht's auf. 2,2. 2,2? 2,2 ist immer schön. Okay. Nur sind es 13. Und sind es 2,3. So, da geht es jetzt hinten rein. Ganz toll. Richtung Cocktails. Oder an Käden und alles kommt, da geht es dann halbwegs raus. Oh, aber es ist leider alles im Nöwe. Da geht es rein und dann geht es da hinten auf. Ich sehe von da jetzt nicht gescheit. Ja, ich habe gesagt, nimm was mit. Wo ist der Wind? 1256 sind wir jetzt um. Ziemlich nervig. Und da rauf geht der Weg rein. Ganz rauf. Erste Stickel mit Kette. Eine Botschaft an Sonto. Bei 60 Sekunden Intervall. Die Höhenmeterkalibrierung mangelhaft. Jetzt sind wir glaube ich bei 1700 locker. Der steht irgendwie nur auf 1256. Also eher schwach. Da kann man sicher noch was machen. So, eins, 15 bei der Kreuz, herum. Wo steht da? Eine Stunde über das Kockte? Ja. Das war für unser Führungsbrot eigentlich. Ja. Wir haben jetzt ein Führungsbrot für uns nicht. Ja. Oder? Eben. Das ist Grollfeld, Alter. Da muss ich ein Foto machen, was? Und das Grollfeld ist noch am Leck. Schau mal, die da. Da müssen wir nicht mehr um eine müssen wir. So, 1850 Meter. Und da rauf. Jetzt kommt der geile Teil an der Tour. Affe, das kockte. Ja, es ist kockte, alles an der Kinn. Affe. So, das kockte von der Unteraffe. Stufe. Das ist absolut irre und geil da. Ich rede nicht mit dir. Oh, komm. Da kommt der Tschetsche schon das erste Mal runter. Ich bin am Aufstieg und er kommt schon runter. Bravo! Gut benannt, für das, dass ich auch ein Schisser ist, sind wir gut. Was? Ist da weiter rauf? Wie geht's da? Ja, scheiße, wo weiter rauf ist. Wie weit ist denn noch? Da ist noch mal weit. Du bist doch gleich wieder raus. Wir rennen ja in Kugel drüben und drüben runter und dann erst von drüben das zweite Mal dann wieder rauf, wenn wir uns sind. Okay, ja. Wir nehmen eine Kugel. Ich zum Wald rein, dann höre ich auf, da kann ich nicht machen. Das sagt ja nicht da die Passage. Ja. So, wir halten die gar nicht weiter auf. Okay. Aber Gott sei Dank habe ich es das erste Mal geschafft. Gott sei Dank habe ich geschafft, den Gipfel, ganz hoffentlich.
Ich hab mich ja nicht gemeldet. Die kann gar nichts. Der Hund hat einer gesagt, der rennt übers Bachbedarf. Okay, dann. Hasta luego. Ja. Wir sehen uns heute auf jeden Fall nur ein paar Mal. Gut, einmal. Enzbergdorf am Hochschwab da. Sonne entgegen. So, 1,45. Und gleich sind wir oben. So, geht schon. Kamera läuft. Action. Take on. Ich sehe nichts, dass du rennst. Hey, das sind noch nicht einmal 6 Kilometer da rauf, wenn das alles stimmt. Aber wir sind auf 2100, nein. Ja, 100 Meter Höhe. Ja, das ist da hinten rauf. So, und ab in die Nebelsuppe und so. Biberschachtel, dann Rainbow Lavestation. Und außerdem, das ist sein kleiner Bruder. Brauch ich ein paar Leute auch drin, sonst krieg ich daheim wieder geschimpft. Wo warst du denn? Gibt's da keine Leute? So, da geht's jetzt auf wieder. So, das sind die letzten Meter zum Kreuz. 2228 sind wir jetzt. Dort hinten rennen wir dann um, so über die Strecken und runter zum Bowlingbau. So, 2 Stunden 13 haben wir aufgebracht. Es geht. Geht, kann man lassen vom Bodenbauer. Ja, ganz so schnell wie der Rainbow bin ich nicht. Wie wer? Mit der Rainbow, der da rein. Ja, da. Wie wer ist das? Was suchst du jetzt? Für die fotografieren oder was? Ja, von da drüben. Den Weg um. Jetzt auf die Heiselalm. Nein, tue ich nicht. Ich hab, wenn du ein wenig weniger schreien darfst, wisst ihr es ja keiner. Und da geht der Weg im Mummi auf die Heiselalm. So, Bruderherz ist ein bisschen langsamer. Aber schöner Weg da, aber kannst du das gehen lassen. Und da geht der Weg jetzt um. Ach so. Hast du geschaut, ob wir gegangen sind? Nein! Aber am Gipfelkreuz waren wir 2.13. Ja. Dann haben wir 2.13, fahren wir wieder Basislager. Ja. Wir müssen dort um. Dort um müssen wir. Und dann kommt das da den ganzen Berg hocken rauf. Kannst du auch noch auf. Da kommt so ein Kreuz. Da ist das Kreuz da um. Nächste Kugel. Anweih. Um mich zu der Hütte da. Und da geht es da hinten rein um mich. Über die Kuppen. Dann hinten oben. Nettes, kleines Schneeloch. Ich will aber nicht reinspringen. Komm du. Von da oben runter. Die reinste Autobahn. Da jetzt Kerzen gerade oben. Mal schauen, wo es dann hingeht da. Entweder da drüben um eine oder links oben, rechts oben. Also der Weg da oben hat ein bisschen was vom Hochlecken, Brunkogelkreuz. Schaut fast Weg, Vegetation. Schaut fast genauso aus da. Aber eine schöne Strecke, echt. Ja, kannst du es rennen. Das ist nicht so anstrengend wie drüben. Wenn es verhockert, das Kockte oben, ja, da musst du wirklich, also da musst du schon das Kockte oben. Da musst du schon eher auf der schwindelfreien Seite, so gesehen, so ein bisschen auf, ist okay, aber oben. Aber ich werde es trotz allem morgen probieren. Dass ich bis zur Biwak-Schacht laufe, das Kockte und dann
dort runter und das ohne Sticken. Und jetzt geht's. Da haut es mich nicht runter. Ich hab das ja schon gesagt, ich habe Respekt vor dem Berg. Ja. Rambo, dritte Runde. Geht jetzt das dritte Mal auf. Wasser. Was ist das? Also das ist heute für mich echt Härteprobe. Was ist das? Na hey. Jo. Der Bruder und ich sind die erste Runde. Wir sind eine große Außennummer. Nicht nur das Kopf oben, sondern Außennummer. Ich habe da eben 4 Stunden gesagt. War ein Hammer. Voll schnell. Rambo rennt gerade das dritte Mal auf. Ich habe gesagt, ich werde jetzt bis zur Hälfte werde ich mitsteigen. Und mein Bruder auch. Und dort werden wir dann warten. Wer ist so schnell? Warten dort mit der Stirnlampe auf ihn, dass er runterkommt. Geleiten da dann das dritte Mal ins Ziel. Und dann werde ich ein paar Stunden schlafen gehen. Und 5 in der Früh renne ich nochmal auf, gehockte Biberschachtel, aber dann auch übers gehockte Ohr und heim. Ja. Und dann habe ich knapp 5000 Höhenmeter. Das reicht, finde ich. Kann man lassen. Es ist 18.31 Uhr. Ich bin auf dem zweiten Mal auf dem Weg auf, im Hochschwab. Eigentlich ist das Wetter jetzt schöner wie den ganzen Tag. Der Rambo ist gerade das dritte Mal unterwegs auf ins Kockert. Mein Bruder wird da oben irgendwo gleich sitzen bleiben mit der Stirnlampe und ich gehe bis auf, wo das Kockert anfängt. Ich werde dort am Rambo warten und dann miteinander runter und dann gehe ich eben schlafen. Aber eine geile Gegend. 18.58 Uhr. Ja, weiter mag ich jetzt nicht mehr. So, es ist 5 in der Früh. Es ist laut richtig angenehm fast. René, haben wir so kalt. Wahnsinn. Das hat die Maria mir erzählt, schau. Ja. Weil sie ist im Westen. Ich bin bei 5.55 Uhr. Zappen Duster. Sehen gerade mal nichts. Es ist 4 nach 6. Ich habe knappe 5 Stunden geschlafen. Und jetzt gehe ich nochmal rauf. Bis der Biber geschafft hat, durchs Kockte. Und dann werde ich rein und sein und heimfahren. Duschen, heimfahren. Aber dann habe ich auch gute 3000. Echt ein bisschen über 3000 Höhenmeter gemacht. So Leute, einmal noch der Blick drauf, wenn es reingeht, dann Richtung Cocktail. Schaut einmal rein, hinter auf, rein ins Cocktail. Einmal noch, jetzt ist es schon richtig schön hell. 6:30 Uhr, sieht man wenigstens schon was. Und muss sagen, ich bin voll gut benannt.
131 Puls. Ich renne zwar nicht, ich bin sehr schnell im Gehen unterwegs, wenn man das vielleicht sieht. Aber mir geht's blendend, trotz der Strapaz von gestern. Okay. Ganz echter Wahnsinn. Ein Gimsen. Jetzt ist kein Millimeter. Ja. Ich bin jetzt da beim Einstieg vom Kokten und da warte ich auf dem Rambo und am René. Wenn sie jetzt dann das fünfte Mal runterkommen, renne ich mit ihnen ins Tal runter. Und das war's für mich. Ich bin da jetzt auf 1881. Nöwe, sehen du hast null. Kalt ist es jetzt auch. Okay. Das kokte da auf.